Anhänger des britischen Königshauses zählen wohl die Stunden. Morgen Mittag wird in London König Charles gekrönt. Die größten Fans harren schon seit Tagen vor dem Buckingham-Palast aus, um die Feierlichkeiten in der ersten Reihe zu erleben. Doch es gibt nicht nur Begeisterte. Denn während der Staat für umgerechnet mindestens 110 Millionen Euro Kosten aufkommt, kämpfen immer mehr Briten mit hohen Preisen für Energie und Lebensmittel. Damit hatte keiner gerechnet. Der König höchstpersönlich auf Überraschungsbesuch bei seinem Volk. Gelungene Charmoffensive am Vorabend seines großen Tages. Oh my gosh. Das war das unglaublichste Erlebnis meines Lebens. Für uns ist das einfach eine ganz besondere Familie, die schon immer ein Teil unseres Lebens war. So begeistert wie Sie aber sind nicht alle hier. Hauptkritik: die Kosten der Krönung für den Steuerzahler von geschätzt mehr als umgerechnet 100 Millionen Euro. Denn vielen Briten geht es schlecht. Inflation und hohe Lebenshaltungskosten dämpfen diesmal die sonst übliche britische Begeisterung für royale Spektakel. Das ist Geldverschwendung. Wir zahlen hier die Rechnung für etwas, was kaum jemanden hier interessiert. Denn auch wenn Charles angekündigt hat, die Krönung zu verschlanken und die Zeremonie zu modernisieren, das, was die Welt morgen zu sehen bekommt, wird der gewohnte große Pomp und Circumstance, was man schon bei der Probe in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch erahnen konnte. Mit Staatsgästen aus aller Welt, die bereits heute am Vorabend zu einem großen Empfang in den Buckingham Palace geladen sind. Im Zeitalter der Polarisierung und des Populismus geht der Palast morgen noch einmal auf Nummer sicher und setzt ganz auf die bekannten, scheinbar ewig alten Rituale. Die eigentliche Aufgabe aber, die britische Monarchie jetzt wirklich an das 21. Jahrhundert anzupassen, die steht Charles III. Noch bevor. Und das wird kein leichtes Unterfangen. In Hamburg wird ab heute der 834. Hafengeburtstag gefeiert. Das nach Angaben der Stadt größte Hafenfest der Welt wurde traditionell mit der Einlaufparade eröffnet. Dabei verfolgten tausende Menschen mehr als 100 Schiffe, unter anderem von Feuerwehr und Polizei, historische Segler oder Kreuzfahrtschiffe. Der Hafengeburtstag wird noch bis Sonntag mit Feuerwerk, einem Schlepperballett und Konzerten gefeiert. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 6. Mai.